geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Wenn das Wetter vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wäre, dann wären sogar noch mehr gekommen. Knapp 10.000 sind ja erwartet worden. Wir sind wahrscheinlich knapp drunter, aber das schmälert nicht diese unfassbare Kulisse, den großen Rahmen, den die Heimkehr der Löwen angelockt hat. So, aber genug Geplänkel, genug von dem, was vorm Spiel alles so geredet wird. Jetzt wollen wir Fußball sehen und der läuft jetzt gleich auch. Lars Bramkamp schaut nochmal nach links, nach rechts, ob alle bereit sind. Sebastian Patzler feuert die Tribüne an, schaut, ob das Netz richtig drin ist und der Ball rollt. Auch das gehört zur Geschichte dazu. Ein guter Start bedeutet nicht gleich ein gutes Finish. Da sprichst du die Kaderbreite an und das ist ein durchaus valider Punkt, die halt eben dafür in Wuppertal ganz gut gegeben ist. Semih Saric hat in der Mitte zwei Anspielstationen. Saric dauert ein bisschen zu lang und dann das erste Tor im umgebauten Stadion am Zoo. Knapp mehr als 4 Minuten hat es gedauert und Kevin Hagemann bringt die Löwen zum ersten Mal zum Brüllen. Super Aktion von Saric, erst auf Außen, verzögert dann. Und Benchop, der sich zurückfallen lässt, öffnet den Raum für den Pass auf den rein startenden Hagemann. Und dann ist Weiß. Aber super von Saric gemacht, er wartet genau den Moment ab. Die beiden verstehen sich auch außerhalb des Platzes sehr gut. Und Hagemann wusste, dass er einfach nochmal in den 16er einsprinten muss. Und deswegen sehr tolle Übersicht von Semih Saric und vollendet von Kevin Hagemann. Mike Tegel. Die Fortuna braucht noch ein bisschen, um richtig reinzukommen. Das ist auch einer, der nicht nur ein guter Teamplayer ist, aber auch die Mentalität hat, wenn er reinkommt, dann ist aber auch Feuer im Normalfall. Aber das könnte jetzt mal wirklich die schnelle Antwort der Fortuna sein. Aber sehr schnell, sehr schön gespielt. Also umgeschaltet, dann den Ball in die Tiefe attackiert und auch den überlegten Ball in den Rücken. Nicht vors Tor, sondern wirklich in den Rückraum leicht gezogen. Stark. Sehen wir gleich nochmal. Stark von Steinkötter, aber überhaupt erstmal hier. Batterilos Serdische, das antreibt Steinkötter. Der Blick direkt in den Rückraum wieder. Wo kann ich ihn am besten zurückspielen? Und dann ein super Abschluss. Aber von Batarello. Initiator war Batarello, der wirklich dieses Tempo-Dribbling hat, mit Zug auf die Kette drauf, zu richtigen Moment den Ball abspielt, aber auch weiter im Sprint in den 16er reindringt und dann auch den Ball bekommt von Steinkötter, der das überragend auch macht. Also sehr schönes Tor. Beide Tore sehr schön herausgespielt. Gökhan. Oh, der kommt nicht schlecht, weil immer noch heiß. Und es ist der nächste Treffer. Das war jetzt keine Minute. Nach dem Ausgleich 2-1 WSV. Offenes Visier auf beiden Seiten. So, der Kopfball erst noch verteidigt. Und dann gut, der Abpraller landet direkt auf dem Fuß. Aber wie frei Erdschan da zum Kopfball kommt hier. Also das darf Fortuna Köln nicht passieren, dann kriegt man den Ball nicht geklärt und Terrazino handlungsschnell. Lanios direkt auf Terrazino. Gut, das ist dann auch das Glück, wenn man dann richtig steht. Tegel. Und super Ball wieder von Batarilo Steinkötter. Oh. So, und da sagt Bramkamp, Ball gespielt. Gibt auch keine Beschwerden bei der Fortuna. Der Ball vorher ist Zucker, dann macht Steinkötter zu wenig draus. Saric jetzt. Das würde ich gerne noch mal sehen in St. Louis. Müssen wir noch mal drauf schauen. Erstmal Batarilo. Sieht er genau, da muss ich ihn hinspielen. Oh, und ich würde noch mal drauf schauen wollen, aber im ersten Moment muss ich sagen, also war der Ball? Es sah so aus, als ob ihm das Stammbein weggezogen wird.
Hüdlik. Hagemann. Und die Flagge super. Benchop. So einen macht er gerne auch mal rein. Einwurf Fortuna. So, und Erdschan und Budimbo. So, oi. Mit so einem Schubser machst du aber auch mal schnell, je nachdem, was der Erdschan daraus macht, auch noch was anders als vielleicht eine gelbe Karte. Jetzt fährt sie einmal hoch. Wird hitzig bei sehr, sehr kalten Temperaturen im Stadion am Zoo. Und das hört ja auch gar nicht auf. Und selbst André Weiß als Captain von hinten einmal kommen und zur Raison rufen. So, ruft Budimbo zu sich. Und Erdschan. Schauen wir mal, was macht bei beiden eine gelbe Karte. Ja, gelb für Budimbo, gelb für Erdschan. Und jetzt schauen wir uns das nochmal in der Nahaufnahme an. Und dann will er den Ball haben, dann schubsen sie sich ein bisschen gegenseitig und... Ja. Okay. So. Lässt Bram kann weiterspielen. Marvin Mika. Kriegt ihn dann nochmal. Ja, und der dann deutlich vorbei. Ja, aber der WSV muss jetzt aufpassen. Ich wäre schon fast geneigt zu sagen, dass Fortuna Köln sehr nah an dem 2-2 ist, ohne jetzt zwingende Torchancen zu haben. Aber aufgrund der spielerischen Überlegenheit wäre es gar nicht unverdient. Nee. Gibt's noch mal die Chance für die Fortuna? Nein, das war's. Der WSV gewinnt mit 2-1. Gegen Fortuna Köln nach furiosen 15 Minuten zu Beginn. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.